Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des wöchentlichen Formats Tech News, heute wieder auf dem Kanal Venix. Auch die heutige Folge wird euch übrigens wieder präsentiert, natürlich von Audiogigant Teufel. Es gab wieder einige spannende Geschehnisse in der letzten Woche, Skandale mit Datenschutz, neue Leaks zu den S10-Geräten von Samsung und. Viel Spaß! Apple und Sicherheit passt ein bisschen wie die Faust aufs Auge und gehört eigentlich zusammen. Naja, nicht ganz, denn da gab es jetzt einen riesengroßen Skandal mit der FaceTime-Funktion. Und zwar gab es da einen kleinen Bug, beziehungsweise einen riesigen Bug, der es euch ermöglicht hat, das Mikrofon und die Kamera eures Gesprächspartners anzuzapfen, ohne dass er euren Anruf entgegengenommen hat. Wie genau das Ganze funktioniert hat, da hat Felix, unser YouTube-Kollege, natürlich noch ein ausführliches Video dazu erstellt. Findet ihr unten mal in der Videobeschreibung verlinkt, wen das Ganze interessiert. Apple bringt jetzt nächste Woche iOS 12.1.4 raus. Das Update behebt dann diesen Bug. Ich finde es auf jeden Fall skandalös, denn Apple hat ja selbst immer damit geworben, so von wegen, was auf deinem iPhone ist, bleibt auf deinem iPhone, also Sicherheit first und so weiter. Naja, man sieht, Datenschutz ist in unserer heutigen Zeit ein riesiges Thema auf jeden Fall. Ja, vielleicht habt ihr Ende letzten Jahres Googles neue Werbung zum Google Assistant gesehen. Dort schlüpft nämlich Macaulay Culkin nach 30 Jahren, oh mein Gott, 30 Jahre? Wieder in seine alte Rolle, nämlich in die des Kevin aus Kevin allein zu Haus. Nur diesmal halt eben etwas älter. Eine super geile Werbung. Ich fand die wirklich super. Und nicht nur ich, sondern auch rund 40 Millionen Zuschauer auf YouTube. Denn so viele Klicks hat das Video mittlerweile. Jetzt gibt's quasi einen zweiten Teil des Spots, eine Reaction. Und niemand anderes als Joe Pesci selbst reagiert auf den Spot. Pesci spielte einen der beiden Einbrecher, Harry. Vielleicht kennt ihr den auch noch aus seiner Rolle in Goodfellas. Und auch dieser kleine einminütige Spot ist was für echte Fans, sowohl von Google als auch von Kevin allein zu Hause. Wirklich cool gemacht, Link in der Infobox. Der MWC 2019 rückt immer näher und dementsprechend auch die Veröffentlichung der neuen Samsung-Geräte. Da gibt es jetzt wieder ein paar neue Leaks. Zum einen gibt es ein Samsung Galaxy S10e. Das ist ein bisschen die Budget-Variante, schlechterer Prozessor, ein bisschen schlechtere Akkulaufzeit und so weiter. Wird auch rauskommen. Ansonsten sind auch noch offizielle Bilder des Galaxy S10 und S10 Plus aufgetaucht. Seht ihr hier auch gerade mal eingeblendet. Ihr seht schon, auch mit Loch im Display, ähnlich wie beim Honor View 20, wie wir es jetzt gesehen haben, eine sogenannte Lodge, wenn man das so bezeichnen kann, keine Ahnung. Und ja, ist aufgetaucht. Des Weiteren gibt es dann aber auch noch ein Leak zum Galaxy F, also so nenne ich das jetzt einfach mal, Galaxy Foldable F, das faltbare Smartphone, welches wir ja schon kürzlich mal auf einem Kongress gesehen haben. Das wurde vorgeführt, sah allerdings dort noch relativ dick aus und so weiter. In dem geleakten Video jetzt allerdings sieht das Ganze doch schon sehr dünn und sehr ansprechend aus. Ihr seht es hier gerade eingeblendet. Dieses Video stammt vom offiziellen YouTube-Kanal aus Vietnam von Samsung. Und ja, ist da auch nur ganz kurz online gewesen, wurde dann natürlich direkt gedownloadet und verbreitet, ist dementsprechend natürlich nicht mehr aus dem Netz zu nehmen, aber war irgendein Fehler und da sieht das Gerät doch, wie gesagt, auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich verlinke euch das gesamte Video dann auch nochmal in der Videobeschreibung. Da bin ich gespannt. Was ich jetzt allerdings zu diesem Loch in den Displays halten soll, ähnlich wie auch schon, wie gesagt, beim View 20 von Honor, weiß ich nicht. Schreibt mir dazu bitte mal eure Meinung in die Kommentare. Rund 450 Millionen Menschen nutzen WhatsApp. Da hat sich die Übernahme durch Facebook im Jahr 2014 wahrscheinlich richtig gelohnt. Und man könnte meinen, dass sie damit eine Menge Kohle verdienen. Naja, nicht so wirklich, denn womit? Ja, und das, genau das wollen die jetzt eben ändern. Ab Februar jetzt diesen Jahres ist Facebook einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, wir schalten Werbung in WhatsApp. Das war bis jetzt nicht möglich durch die Verträge mit den Gründern im Prinzip von damals, denn die haben eigentlich gesagt, Werbung wird es in WhatsApp nie geben. Aber mittlerweile wechseln solche Unternehmen ja wirklich schnell den Besitzer und da sind in der Branche Versprechen nicht mehr ganz so viel wert. Aber bevor ihr jetzt in Panik ausbrecht, keine Sorge, das Ganze beschränkt sich erstmal nur auf diese Statusfunktion in WhatsApp, also nur darin kann dann Werbung auftauchen demnächst. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch auf den Rest der App ausweitet. Es gibt ein paar interessante News zu Nintendo. Nintendo war zumindest in meiner Kindheit immer eine meiner Lieblingsspielekonsolen generell. Die Switch ist ja auch schon ganz gut angekommen. Generell war ein bisschen teuer, vielleicht auch im Verhältnis gerade zu den anderen Pro-Konsolen wie der PS4 oder der Xbox.
Demnach soll es jetzt bald eine kostengünstigere Variante, eine abgespeckte Version der Switch geben. Das Ganze ist inoffiziell irgendwo nur erwähnt worden, eines Spieleherstellers gegenüber von Nintendo aus. Also es ist noch nichts Offizielles, aber es soll anscheinend kommen. Da gibt es dann ein paar Abstriche natürlich zur vollwertigen Konsole. Was genau ist allerdings alles noch nicht bekannt. Außerdem wird es bald von Nintendo ein neues Android- und iOS-Game geben, ein Dr. Mario World heißt das Ganze. Nintendo hatte sich ja lange Zeit aus dem ganzen App-Geschäft noch rausgehalten, ist dann nach und nach, hat sich aber trotzdem drauf eingelassen und jetzt, wie gesagt, im Sommer dann mit einem neuen Game Dr. Mario World am Start. Free to download für Android und iOS, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, heute gibt's direkt noch eine WhatsApp-Facebook-Instagram-News, denn die gehören ja alle drei zusammen. Facebook ist da dein Mutterkonzern und Facebook plant jetzt eben nicht nur Werbung in WhatsApp zu implementieren, nein, sondern auch alle drei Messenger quasi zusammenzufügen und einen draus zu machen. Das Ganze könnte ab 2020 losgehen und dann hat man wohl die Möglichkeit, ihr öffnet dann eben eine Anwendung und könnt Leute aus allen drei Messengern kontaktieren, falls die eben auf diese Messenger verteilt sind oder nur einen Messenger nutzen. Ja, das Ganze, sagt Zuckerberg, hat erstmal keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Nein, das Ganze soll die Kommunikation vereinfachen und eben dafür sorgen, dass ihr Leute erreichen könnt, die gegebenenfalls nur auf einer Plattform vertreten sind. Und das finde ich einfach toll. Also, Herr Zuckerberg, Sie sind wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Tech News. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Schreibt uns eure Meinung zu den genannten Themen gerne in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Wir sehen uns schon in der nächsten Woche. Dann auf Patricks Kanal Tech Love. Auch dazu natürlich Link in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut, eine schöne Woche. Ciao.